Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Wir sind hier beim Schrein des Gleichgewichts. Im Gegensatz zu den anderen, zu der letzten Folge, habe ich mir jetzt endlich auf mein Tablet eine kleine Karte gemacht. Das heißt, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Und wahrscheinlich verlaufe ich mich jetzt. So, zwei Tempel müssen wir, glaube ich, noch machen. Müssen wir noch abklappern. Und ich würde sagen, das machen wir doch gleich mal. Dann haben wir hier... Oder waren es drei Tempel noch? Nee, eigentlich müssen es zwei Tempel sein. Okay, ein ziemlich krasser Tempel. Und zwar der Tempel von der Logik. Sprich, das wäre der Abacus gewesen. Allerdings brauchen wir das gegenteilige Teil dafür, ja. Und das ist Emotion. Und das heißt, wir brauchen das Herz. So, wo hatten wir sie drin? Hier? Nein, das war natürlich falsch. Hier hatten wir sie drin. Ja, und dann ist auch noch die Fackel da. So, das Herz kommt hierher. Gut, hat unser Avatar gesagt, es hat was gebracht. Ich habe es jetzt gar nicht drauf geschaut gehabt. Ich habe eher auf der meine andere Liste geschaut. Naja, egal. Ich denke, das müsste eigentlich geklappt haben. Moment, die müsste man eigentlich auch schon gehabt haben hier. Das heißt, es müsste nur noch Enthusiasmus... glaube ich, fehlen. Ja, so viel dazu mit, ich habe jetzt eine Karte und ich verlaufe mich nicht mehr. Das hat ja ohne Karte schon besser geklappt als mit. Naja, gut. Ich sag lieber mal nichts dazu. Sonst würde das nur noch peinlich werden. So, jetzt sind wir gleich beim letzten Tempel. Und da müssen wir... nur noch dies, oder wir können ja nur noch diese Fackel hinlegen. Was anderes haben wir nicht mehr da. So, jetzt müssten wir gleich da sein. Sumpf ist ja eklig. Toleranz. Ach, so rum war's. Ach so, genau. Ja, genau, so war's. Ich habe das irgendwie falsch gehabt. Ja, das hier müsste die Fackel sein und damit sollten wir eigentlich fertig sein. So, damit haben wir ein Buch bekommen. Ah ja. Wir sollen also zwischen den Pfeilern stehen. Okay, das heißt, das ist ein Buch, das müssen wir mitnehmen. Und sobald wir zwischen den... wir werden tatsächlich hier angegriffen. Ist ja krass. Oh, und wir haben natürlich kein Dings dabei gehabt. Keine Sumpfstiefel, beziehungsweise wir haben keine angehabt. So. Aber macht ja nichts, macht ja nichts. Jetzt können wir doch erst einmal wieder hier weggehen. Und wir gehen wieder zum Tempel, den anderen Tempel, den wo wir am Anfang gewesen sind. Ich schätze mal, da müssen wir hin, um dieses Buch nochmal neu zu lesen. Nehme ich jedenfalls mal an. Ich glaube hier lang. Wie gesagt, mit Karte scheint es irgendwie noch schwieriger zu gehen als ohne, aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir hier. Da, das da müssen sie sein. Hier müssen wir also das Buch nochmal lesen. Speicher nochmal. Dann...
eine Brücke aus Flammen. Ist ja heiß. Und ich schätze mal, hier müssen wir es gerade nochmal machen. Dann gehen die. Gibt's eine nächste Brücke? Ah ja. Feuer und Eis. Das hat man ja schon gelesen gehabt. Dass das hier, Symbol auf der Ordnung und Symbol des Chaos. Und ich schätze mal nicht, dass es diese zwei Schlangen hier sein werden. Nee. Aber an der Seite geht's ja noch weiter. Dann lasst uns mal hier mal erstmal langschauen. Da haben wir einen Brunnen. Eine Geheimtür. Oh. Die Fackel kann ruhig brennen bleiben. Oh, Teleporter, okay. Naja, gut. Was haben wir da? Musikinstrumente, eine Truhe? Was ist in dieser Truhe drin? Ah. Okay, die können wir auf jeden Fall mal so nicht öffnen. Beziehungsweise vielleicht schon, aber nee, eigentlich nicht. Ah, aber wir haben anscheinend den Schlüssel schon. Schlangenkerzen. Ich habe keine Ahnung, ob wir die jetzt brauchen für irgendwas. Lass uns mal ein paar. Lass uns die mal mit einfach mal mitnehmen. Ja. Lasst uns die vielleicht mal hier mitnehmen. In diesen Beutel. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir die jetzt für irgendwas brauchen oder nicht. Oder wie es hier jetzt weitergeht. So, jetzt nehmen wir die mal mit. Machen kurz Musik. Was haben wir hier? Now that ice brings balance into fire. Da müssen wir irgendwas mit Eis hinlegen. Wir haben aber nichts mit Eis da. Nun gut, dann lasst uns mal auf die andere Seite gehen. Da müsst ihr jetzt wahrscheinlich irgendwas mit Eis herumlegen, schätze ich mal. So eine Eishalle. Ja, das sieht man, ist ja auch schon eine Eishalle. Könnte es sein, dass da die Dings hin muss? Oh. Da haben wir auf jeden Fall ein. Hätte es sein können, dass wir die Truhe gar nicht hätten aufmachen können? Dass das irgendwie wieder so ein Bug ist, dass wir es erst mit der hätten aufmachen können? Könnte durchaus sein. Und was ist in dieser Truhe jetzt drin? Geht das Feld her? Warum konnte ich das Feld jetzt nicht wegmachen? Ja, jetzt. Man muss nur treffen können. Vielleicht war der grüne Schlüssel auch für diese Truhe hier. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Buch drin. Feuer ist natürlich Chaos, Eis ist Ordnung. Eisdiamant und dann Feuerrubin. Den brauchen wir also. Aber wo kriegen wir die her? Ah, warte mal. Using the tools of the candles of fire and the solid of ice. Ah. Könnte es. Oh, Moment, was war da sonst noch drin? Great Ice. Vibrate. Und das hier, okay. Könnte es sein, dass wir hier jetzt halt eine Kerze aufstellen müssen, damit das Feuer hier, damit die Wand hier... Genau. So funktioniert das. Und wir brauchen ja auch Eis, hieß es.
Nehmen wir doch mal so einen Eisblock mit. Aha. Und hier kriegen wir den Eisdiamanten. Und ich wette, mit diesem Eisblock, den wir jetzt haben, können wir auf der anderen Seite das Feuer erlöschen und bekommen diesen Rubin, den Feuerrubin. Und beide müssen wir hier herstellen. Und danach geht diese Tür auf. Okay, das war jetzt relativ einfach. So, jetzt ein bisschen Eis. Leckeres Vanilleeis. Naja, vielleicht auch nicht. So, das geht auf. Und hier, ja, wenn du auch da einfach so in durchs Feuer läufst, bleib doch einfach mal hier, wo. Naja, gut. So. Oh Mann, oh Mann. Charmino. Was soll man dazu noch sagen? Läuft er doch einfach ins Feuer rein. Gut. So, jetzt das. Was war das hier? Das war das Symbol der Ordnung. Das war das Eisteil. Das muss dann das hier gewesen sein. Und es muss das gewesen sein. Und die Tür geht auf. Perfekt. Dann gehen wir doch mal weiter. Was haben wir denn hier alles? Okay. Nächstes Teil. Place here the cubes of both Chaos and Order. Okay. Die Tür kriegen wir wahrscheinlich auch nicht auf. Das sind diese einzelnen Symbole. Aber, Okay, wo sollen wir jetzt genau hingehen? Ah, und da ist auch noch mal eine Dings. Okay, sind ein paar Türen aufgegangen. Vielleicht die hier drüben? Ach, halt mal, da gab es doch gar keine Tür. Okay. Coops of Dings. Ganz ehrlich gesagt, ich bin jetzt gerade. So was haben wir doch eigentlich jetzt gar nicht, oder? Naja, also wir haben hier diese zwei Schalter. Die kann ich beide drücken. Ja, das sind diese zwei Tore hier. Aber wo sind dann die anderen zwei Schalter? Okay. Ich sehe sonst keine weiteren Schalter mehr. Hier noch irgendwo, vielleicht eine geheime Wand? Nein. An der Wand scheint auch keine Schalter zu sein. Hier scheinen keine Schalter zu sein. Ja, da ist ein Schalter. Und da ist auch ein Schalter. Da haben wir also zwei Schalter. Okay.
Wahrscheinlich machen die irgendwelche Türen oder wie auch immer auf, aber wie kommen wir dann hier rüber? Oder geht's. Moment. Okay, oder geht's hier unten irgendwo rein? Das ist ja der zweite Stock, oder? Das sieht aus, wie wenn es ein zweiter Stock wäre. Aber ich finde trotzdem auch keinen Eingang. Ist da hinten irgendwie Geheimgang? Ein Geheimgang? Nee. Jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich weiß im Moment nicht, was wir da drauflegen sollen. Und ich weiß nicht, wie wir da an der Seite langkommen, weil da sind definitiv ein paar. Ah! Okay. Das war einfach eine geheime Wand, wo man durchgehen konnte. Das war jetzt ganz ehrlich gesagt eigentlich eher ein Zufall. Ich speichere mal ab, dann gehen wir mal. Auf den hier. Passiert nichts. Hier rüber. Ah ja, jetzt kommen wir hierher. Dann können wir mal diesen Dinger hier drücken. Und wir können den da mal drücken. So, da kommen wir wahrscheinlich einfach wieder. Aha. Hierher. Okay, also ich nehme mal an, dass wir diese Teile hier mitnehmen sollen. Die einzelnen Sachen hier. Können wir den da irgendwie wieder öffnen? Haben wir da einen Schlüssel dafür? Ah ja, tatsächlich. Sehr interessant. Dann können wir mal hier runtergehen. Eventuell. Falls wir es denn schaffen, da die Treppe runter zu gehen. Das sieht im Moment etwas schwierig aus. Das ist doch eine Treppe, oder? Also ich hätte gesagt, es müsste eine Treppe sein. Jetzt. Okay. Das war ein bisschen schwierig. Da haben wir nochmal einen Schalter. Den betätigen wir auch mal. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Aber wir haben hier noch einen weiteren Teleporter, den wir allerdings nicht bedingsen können. Da haben wir nochmal Schalter. Aber lasst uns erstmal nach oben gehen. Durch den einen Teleporter. Vielleicht hat sich da. Oh. Okay, es ist da irgendwie die Tür zu. Den Schalter haben wir ja auch schon betätigt, ja, genau. Es ist sehr, sehr seltsam gerade eben. Vor allem, weil es ja relativ schwierig ist, auch runterzukommen. Vielleicht können wir mit Telekinese diese zwei anderen Schalter hier oder diese drei Schalter hier betätigen. Ansonsten wüsste ich im Moment gerade nicht, wo. Ah. Wir können natürlich auch erstmal hier durchgehen. Oh, da ist doch auch ein Schalter. Den haben wir doch gerade schon betätigt, oder? Das war diese Tür, genau. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier raufgehen? Dann kommen wir hierher. Und da kriegen wir das dritte Symbol. Die Fackel. Kommen aber. Ah, da ist auch nochmal ein Schalter. Den können wir auch nochmal betätigen. Keine Ahnung, was der jetzt bewirkt. Okay,
Und ich habe auch keine Ahnung, warum unser Avatar jetzt gerade ohnmächtig geworden ist und warum Iolo irgendwie draußen ist. Okay, das müssen wir nochmal nachschauen, wie das genau. Vielleicht ist er auf der anderen Seite jetzt offen. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt wieder Zeit, die Folge zu beenden. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.